Ja. Hat er getan in der Tat. Sehr schön. Warte mal, hier sind wir hoch. Genau, hier sind wir hoch. Haben sie Licht angemacht und dann sollten wir dann wieder zurück oder was sollten wir machen? Schön im Kreis gelaufen. Juhu! Nice! Ach, da ist er ja. Ah, das war genial! Gut überlegt! Bereit? Gut. Erster! Einmal bereit, immer bereit. Weißt du doch. Mir nach. Tempo. Wir sind jetzt fast beim Theater. Der Metro-Eingang sollte ganz in der Nähe sein. Doch so kurz die Strecke auch ist, wir werden sie auf der Oberfläche zurücklegen müssen. Und dort kann jeder Schritt, den man macht, der letzte sein. Oh nö. Oberfläche. Wir sind da. Reiß dich zusammen. Wir haben nicht viel Zeit bis zur Dämmerung, okay? Okay. Da der Tunnel eingestürzt ist, können wir die Rolltreppe zur Theaterstation nur über die Oberfläche erreichen. Und glaub mir, hier draußen sollten wir besser nicht im Dunkeln erwischt werden. Was sagst du im Dunkeln, Albert? Wir haben Glück, Artyomich. Hier scheint jemand zu leben. Ranger vermutlich. Ach, ich weiß nicht. Und wo es Ranger gibt? Scheiße, die Filter sind fast alle. Wir müssen es schaffen. Komm schon, nimm was du brauchst. In der Metro sind wir alle Brüder. Hatte ich nicht schon eine Gasmaske gehabt? Das ist meine erste. Hey Freund, ich könnte eine Uhr gebrauchen, wie du sie hast. Zu wissen, wie viel Luft übrig bleibt, ist ein Muss, nicht wahr? Weißt du, ich habe von Dingen gehört, die da draußen rumstreunen und nicht einmal von Schüssen aufgehalten werden können. Du hast schon einige Scheiße hinter dir, ich weiß. Aber das ist nichts gegen das, was vor uns liegt. Artyom, vergiss nicht. Wenn du leben willst, dann darfst du nicht einen Moment unachtsam sein, okay? Bin ich doch nie. Oh, guck mal. Alter, was sind das für X-Ray-Strahlen, ey? Guck mal, wie das blendet, ey. Alter Verwalter. Ist da keine Sonnenbrille? Oh, das ist beeindruckend. Ich habe davon gehört. Dieses Flugzeug war unterwegs nach Moskau, als die ganze Stadt in Flammen aufging. Tja, das Gebäude, wo es abstürzte, das war der Eingang zum Theater. Das Eis taut hier oben. Das ist fast wie Frühling. Ah, Artyomich, vielleicht werden wir noch den Sommer erleben. Warte, 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 warte. Irgendwo muss hier ein unterirdischer Weg sein. Die Ranger würden den Platz niemals an der Oberfläche überqueren. Also gut, wir könnten hier am Flügel runtergehen. Was ist mit meiner Stirn? Dreckig ich oder was? Alter, warum regnet denn das jetzt so viel mal? Wo ist der hin? Secret! Hab ein Secret entdeckt. Wenn ich mal die Waffe dafür hätte, ne? Was hab ich denn?
Ich brauche gar nicht ducken, ich kann so laufen. Nein, geht's. So, wo ist er denn hin? Hier unten? Halt. Da ist er. Da ist die Kreuzung. Schnell dahin. Und mit Kreuzung meint er doch Flugzeug, oder? Im Freien würden wir das nicht überleben. Wir müssen die Station erreichen. Sofort. Hab nur geguckt, ob da auch noch was rumliegt, was ich vielleicht mitnehmen könnte. Gutes dabei, mein Freund. Und? Gehen wir? Wenn du deine Maske tauschst, dann schnell. Dieser arme Kerl braucht seine nicht mehr. Seine Maske so gut, oder was? Dass er die nicht tauschen möchte? Schwarze Hölle! Ich glaub, mir wird schlecht. Geh vorsichtig. Es heißt, dieser Tunnel beherbergen mehr als nur Mutanten. Ein guter Kommunist glaubt nicht an Seelen, Artyom. Aber dieser verdammte Ort lässt mich, ja, zweifeln. Lass uns raus ans Licht gehen. Hier ist irgendwas Totes. Sieh mal in den Wartungsraum. War da gerade ein Schatten? Ich guck, da war gerade ein Schatten, ne? Aber nicht meine, oder? Oder habe ich einen Schatten? Was ist denn hier? Traust du dich nicht, oder was? Artyom, stopp! Blute, sofort! Okay. Ich gehe wieder runter. Sehe ich nicht, was es ist. Ach so, eine Double Barrel. Scheiße, das war knapp. Na gut, Artyom. Nicht noch mehr von diesen Tricks. Lass uns zum Flugzeug gehen, bevor noch ein Rudel kommt. Schnell! Mach ihn tot. Verschieß ihn. Nice. Wahrscheinlich hier der gewesen, der gelebt hat, wa? Ich bin hier! Ja, schön, dass du da bist. Ist das meine Waffe? Das ist doch eine andere, oder? Wer? Wieso hat er eigentlich die getauscht? Ich wollte doch die hier tauschen. Schrotflinte gefunden? Sehr schön. Die wird noch nützlich sein. Zum Notausstieg. Hey, versuch sie zu öffnen. Ich gebe dir Deckung. Klemmt? Ach, verdammt. Lass es uns zusammen probieren. Sieh mal, Artyom, verlier hier drin nicht den Verstand, ja? Okay, lass uns gehen. Okay. Eigentlich wollte ich bloß zoomen, aber... kennt die Waffe anscheinend nicht.
Da habe ich denn noch? Oh, sehe ich nicht mehr. Oh, 5 Minuten habe ich noch. Was ist los? What? Was ist passiert? Scheiße! Wir verlieren Schub! Die Motoren sind tot! Domo de Novo! Flug 76x54! Bitte! Domo de Novo! Bitte! Scheiße! Der Tau ist weg! Donia! Wir gehen runter! Tempo! Ich stelle die Instrumente sind ausgefallen! Ich bekomme keine Anzeige! Ich bin der Einzige, der das sieht, aber es scheinen ja die anderen auch zu sehen, oder? Zu viel Rauch. Atmen. Kaum möglich. Rauch. Zu viel Rauch. Chill mal. Artyom, ach Mist, wenn du mich nicht geweckt hättest, wäre ich vermutlich erstickt, wie die anderen hier. Ach, wie dieser hier. Lass uns sofort von hier verschwinden. Artyom, nach rechts. Ich glaube, der Eingang befindet sich hinter dem Gebäude. Mach ihn kaputt! Der war nicht mal in der Nähe! Der war nicht mal in der Nähe! Mann, du schuldest mir was! Gar nichts! Über wie böse zu mir. Die Maske ist nicht in Ordnung oder was? Eine Sackgasse. Ach, oh, da gibt's nicht nur noch Zeug. Wollte gerade sagen, oder auch nicht, aber doch. Hier, komm schon! Schön mal! Bin auf dem Weg! Und heute haben wir echt volles Programm wieder, ey. Kaum sind wir vom Flugzeug weg und schon fast da. Mach dich bereit! Wir kommen aus der oberen Etage! Erst eine Runde Mikro, wa? Dann kommt Blair Witch dran.
bin gespannt, wie Blair Witch ist. Blair Witch, ja. Der Eingang zum Theater ist hinter der nächsten Ecke. Wir müssen los, sofort. Mir nach, schneller, schneller. Heute kommt Blair Witch. Komm her. Mir nach. Ich bin hier! Ich bin direkt vor dir! Mir nach! Ich bin hier! Ja, ich weiß. Mir nach! Mal weiter! Ich bin hier! Los! Hilf mir mal! Auch kein Clip wert, ne? Es kommen noch mehr! Verdammt! Wir müssen den Eingang finden! Über dir! Da, bitte! Scheiße! Es sind zu viele! Wir müssen die Station warnen! Geht zur Rolltreppe! Beeilung! Schnell! Route! Die sind immer noch hinter uns her! Kennst du die? Ein Kinderspiel, was? Easy. Unser kurzer Besuch in Toten Moskau, das Phantom der Vergangenheit, ist vorbei. Pavel und ich haben uns gegenseitig geholfen, da wieder rauszukommen und kehren nun als echte Partner in die Metro zurück. Anders kann man die Wüste da oben nicht überleben. Aber vor uns liegt jetzt eine belebte Station, das Theater. Es liegt sehr nah an der Polis. Wenn Pavel es schafft, mich an den Wachposten der roten Linie vorbeizuschleusen, dann bin ich in weniger als einer Stunde zu Hause. Ja, ich sehe es da unten links, ja. Polis steht da. Nicht mehr weit. Tut mir leid. Gefährliche Zeiten, nicht wahr? Wir wollen bald nach oben. Sind da Telepathen in der Nähe? Wir hatten Glück, es hierher zu schaffen. Okay, in dem Gebäude bei dem Flugzeugwrack ist ein Nest. Kein Wunder, dass ich heute so schlecht geträumt habe. Ach, du willst einen Albtraum? Na, der wartet da oben auf dich. Er gibt keinen Sinn, mit nur drei Männern zu gehen. Um ein Nest zu räumen, brauchen wir mehrere Trupps, mindestens. Und jetzt? Geht ihr nicht? Wir müssen erst die Männer zusammentrommeln. Warten wir auf die Jungs? Die sind unterwegs. Und dann machen wir den Biester die Hölle. Du bist in Ordnung. Komm rein. Ich habe zwei Schlüssel, ne? Und ich werde wahrscheinlich nur ein Safe aufmachen können. Und sobald ich den zweiten Safe sehe, habe ich bestimmt keinen Schlüssel mehr. Jetzt sind wir Freaks. Das passiert ständig. Alter, der ein Doppelkinn. Warum wir? Die erhöhen ständig die Normen. Letztes Mal waren es unsere Nachbarn. Dieses Mal sind wir es. Wird nicht mehr lange dauern, bis unser Anführer die Station für sich alleine hat. Aber was machen wir denn jetzt? Leben.
Und froh sein, dass unsere Schädel nicht jeden Tag vermessen werden. Oh, ich werde ohnmächtig. Kriege kaum Luft. Beruhige dich. Atme tief durch. Alles ist in Ordnung. Alles ist gut. Also, die Station neben der hier ist der Platz der Revolution. Eine von unseren. Rot. Und der Platz der Revolution ist einen Katzensprung von der Polis entfernt. Also werde ich mich als guter Kommunist für dich verbürgen. Die werden dich durchlassen müssen. Und dann bist du in 0, nichts zu Hause. Seid ihr diejenigen, glaub ich nicht, von denen, die uns gerade erzählt haben? Ja, sind wir. Klasse, dann kommt rein. Also Artyom, schau dich um. Hier gibt es viel zu sehen. Ich rede mit meinen Leuten und komme wieder zu dir. Willkommen und ruht euch aus. Aber Sie verstehen doch, dass wir hier nicht ewig warten können. Was ist das denn für eine Fake-Zigarre? Er zieht. Was war das? Der hat gerade irgendwas eingesammelt. Was? Hallo, geht's noch? Soll ich mich jetzt nochmal hochschicken? Ist auch kein Clip wert, ne? Nee. Hört sich an, als wenn das Schwein da in diesen Kesseln drin ist, aber nicht hier. Überlebenden Theaterkritiker, Patronen für die Gnade unserer Seelen. Ah, junger Mann, wie ich sehe, hat dir mein geistreiches Schild gefallen. In dieser U-Bahn ist für jeden Platz. Für Mörder, Noten, Tyrannen, Geldwechsler und sogar für Bauern. Alle sind hier willkommen. Selbst lausige Schauspieler. Ich lebe am Theater, wo wir das Miasma des verfallenden Bolschoi-Theaters atmen. Diese Station ist mit den Geistern der Oper überbevölkert. Aber ist hier auch Platz für den besten Kritiker unseres einst so großen Landes? Teufel, nein! Ich sage die Wahrheit und werde mit Beleidigungen und Armut bezahlt. Ich sage, ihr seid eine Schande für den Namen des Bolschois. Und die Antworten, das Bolschoi gehört jetzt uns, uns allein. Die sind immun gegen Kritik. Die ziehen Geld der Kunst vor. Und diese armen Seelen, die durch die ganze Metro reisen, um das ruhmreiche Bolschoi zu sehen, werden für dumm verkauft. Die sagen, dass Kunst nur die Wohlgenährten interessiert. Aber, mein junger Freund, ich sage, dass selbst die Hungrigen Kunst brauchen. Denn über Erhabenes nachzudenken, dämpft den Schmerz des leeren Magens. Doch leider ist wahre Kunst schon seit 20 Jahren verschwunden. Übrig geblieben ist profaner Müll. Und so bleibt mein Hunger bestehen. Würdest du das, was wir verloren haben, vielleicht durch die Spende einer Patrone leeren? Noch eine Patrone? Also gibt es doch noch Männer, nicht nur Marionetten. Der hat zwei Patronen von mir gekriegt. Einmal dafür, dass er mir die Geschichte erzählt und dann nochmal dafür, dass er... Naja. Deshalb brauchen wir das Theater. Ein Gläschen Mondschein und eine Aufführung werbendes Aktionslächeln. Ohne das kann es alles auch ebenso gut enden. Wenn wir dir jetzt bestimmt 3 Stunden zugucken würden.
Der Teller ist schon immer noch voll. Wow, der Duft hier ist wirklich appetitanregend, Semenovna. Ist das irgendwas Neues? Neu, so wie Pilze mit Pilzsoße. Hey, nimm deine Finger vom Topf, sonst fängst du dir eine. Tut mir leid, Katja. Tut mir leid. Warum? Was ist passiert? Vidya hat es nicht geschafft. Wie? Wir waren auf dem Rückweg. Da erschien ein Dämon. Wir sind alle auf den Boden und haben auf den Dämon geschossen, bis er floh. Niemand bekam auch nur einen Kratzer. Aber Vidya stand dort. Seine Maske. Sie war an einem Stein aufgebrochen. Und ihr habt ihn dort zum Sterben zurückgelassen? Nein, Katja. Wir haben versucht, ihn zu retten. Aber es war zu spät. Nein, Vidya. Wir haben ihn dort begraben. Einfach geht. Wir haben weiße Steine. Vidya. Verpassen Sie nicht. Gehören Sie zu den wenigen. Mein Papa ist ein Stalker. Er besorgt mir eine dieser Puppen. Mein Papa ist Pilot. Er besorgt mir 100 davon. Wann? Meiner sagt, er bringt sie morgen mit. Mama sagt, wenn er wiederkommt, wenn ich mich benehme. Aber er kommt erst später. Oh, also wird das nicht so bald sein. Dann lass uns zu Natascha gehen und erstmal mit ihrer Puppe spielen. Gehen wir. What the F? Was hätte ich sagen sollen? Ich weiß nicht. Die Wahrheit? Wer kann schon mit solch einer Wahrheit leben? Sein Kommandant hat gesagt, dass nichts von ihm übrig sei, was man begraben könne. Er bat um Vergebung, dass er ihn hat sterben lassen. Tut mir leid. Was hast du jetzt vor? Ich weiß es nicht. Wie soll ich bloß so weitermachen? Das kann nicht sein. Ich glaube es nicht. Verpassen Sie nicht die Rechte. Gehören Sie zu den wenigen Glück. Verpassen Sie nicht die Rechte. Das Wort scheut. Verpassen Sie nicht die Rechte. Das Wort scheut. Sind Sie zu Hause oder was? Na jetzt, ne? Na jetzt. Was ist denn eigentlich mit dem hier? Einen Dämon sein, aber früher gab es mal Vögel, die so aussahen. Vögel? Ist das so etwas wie Dämonen? Nein, sie waren wunderschön. Manche waren groß, aber kleiner als Dämonen. Vögel haben keine Leute angegriffen. Die haben einen morgens nur mit ihren Liedern geweckt. Und was für ein Tier ist das da? Könnte das ein Nosalis sein? Die Nase ist allerdings zu groß. Sergej, hat dein Papa dir von Tieren wie dem hier erzählt? Nein, und er war überall. Selbst in der Bibliothek. Sogar im Park. Er hat einmal einen Bären gesehen. Ist das ein Bär, Onkel Mischa? Es ist ein Elefant. So ein hast du in diesem Buch schon mal gesehen. Sind sie gruselig? Könnten Dinosaurier sein, was von ihnen übrig ist? Die Elefanten waren groß, haben aber nie angegriffen. Nur wenn man sie provoziert hat. Aber wenn sie wütend waren, konnten sie nicht zertrampeln. Verpassen Sie nicht die Rechte. Gehören Sie zu den wenigen Glück. Wenn ein großer Nosalis anfängt zu rennen, zertrampelt er alles, was in seinem Weg ist. Sogar seine eigenen Kinder. Ja, sie könnten verwandt sein. Immerhin gab es Elefanten im Zoo. Obwohl die jetzt definitiv kleiner sind, wenn es Dinosalis sind. Und welche Sorte Vogel ist das?
Das ist ein Schwan. Guck mal, der lange Hals. Ich kenne den Vogel. Der war in dem Buch. Und Mama hat ein Bild davon mit Zahlen am Rand. Es hängt bei ihr an der Wand. Richtig, das ist ein Schwan. Und warum seid ihr Jungs still geblieben? Habt ihr das Buch und diesen Kalender bei Tante Toma gesehen? Oh, ich dachte, das wäre eine Art Mutant. Sieht wie das Bild in dem Buch aus. Aber dieser hier hat sich bewegt. Schaut mal, Jungs. Versucht euch mal vorzustellen, dass es noch immer... Nun... Na gut. Wer ist das? Das ist definitiv eine Spinnwanze. Guck mal, die Kiefer. Nein, oder nein, sind das ist eine Ziege. Genau wie auf die... Sind die Hörner Kiefer? Das sind die Hörner. Kann sie einen damit greifen? Hast du auch das Licht? Stößt einen damit. Ich habe solche Angst vor Ziegen. Ziegen sind schlimmer als Spinnwanzen. Denn sie haben keine Angst vor Licht. Gehören Sie zu den Wenigen? Weißt du, Katja, das ist wirklich eine Ziege. Aber sie ist überhaupt nicht schrecklich. Und sie stößt sich auch nicht grundlos. Wie auch immer. Sie ist ein sehr nützliches Tier. Ihre Milch schmeckt sehr gut. Schmeckt. Schmeckt. Katja ist die Einzige, die diese seltsamen Tiere kennt. Zeig uns welche, die wir auch kennen. Sonst ist das nicht fair. Ja, zeig uns welche, die wir kennen. Machen Hasen. Das hier werdet ihr erkennen. Wer zuerst? Ich. Das ist ein Schnapper. Schaut euch die Zähne an. Der springt aus seinem Loch. Das ist ganz klar ein Schnapper. Tut mir leid, Kinder. Früher konnte ich die Tiere immer gut vormachen, aber ich bin alt geworden. Lasst mich eine Pause machen. Ich probiere es später nochmal. Ich versuche mich daran zu erinnern, wie man sie vormacht, so dass ihr sie auch erkennt. Ich finde es immer lustig, so von wegen, ja, das Gespräch ist beendet. Kommt nochmal kurz helles Licht. So von wegen, ah, okay, ist vorbei. Hey, dreh dich mal wieder um, man sieht ja gar nichts. Ist er nicht gestorben am Anfang des Spiels? Aber guck dir mal die Physik an von den Bällen, ey. Muss mal drauf achten. Guck mal auf die Bälle. Wie die manchmal so fliegen, so. Wenigstens hatte ich zum Schluss etwas Spaß. Was? Du gibst schon auf? Scheiße, wir könnten immer noch stalken, anstatt mich helfen. Sieh mal, ich habe noch Geld für drei Tage. Die Getränke gehen also auch nicht. Wurfmesser, leise und tödlich. Ah, guck mal hier, der bietet Pilze an, die ich auch... Ja, gut. Zum Rösten. Frisch. Schmeckt himmlisch. Ich hätte gerne ein Brot. Pizza, frisch, getrocknet. Meinst du, Pizza? Wenn du jemals Hilfe brauchst, etwas Schweres von der Oberfläche zu holen, dann sind wir bereit, uns dir in ein paar Tagen anzuschließen. Wir nehmen auch nicht viel. Kriegst auch nicht viel. So, was haben sie denn? Bastard, Duplett, Ticka, wenn du das hier kaufst, brauchst du nie wieder Banditen zu fürchten. Revolver und Arschuss? Ach, das ist diese komische. Für den Einsatz gegen Mutanten. Verlässlich und mit hoher Feuerkraft. Verkauf, Tausch, Abkauf! Ist das nicht diese Schrotflinten-Pistole?
für die Selbstverteidigung unabdingbar. Gute Wahl. Behalte ich mal. Hier noch eine richtig coole. Der hat einen gewaltigen Wuchs und ist sehr leise, wenn du einen Schalldämpfer verwendest. Patronen! Ja, komm. Anpassen. Was haben wir denn da so schön? Ist es Nachtsichtgerät oder was? Ja, würde ich drauf lassen. Und Charlie haben wir schon drauf. Munition und Ausrüstung zu verkaufen. Patronentausch. Das ist jetzt die Schrotflinte, ne? Patronen, Patronen, Verkauf, Tausch, Abkauf. Obwohl, damit zieht ich eigentlich gar nicht. Luftdichtventil, nee, ist was anderes. Ach, das ist die Waffe. Okay, ja, okay. Machen wir. Patronen und andere Sachen. Die beste Preis in der Gegend, versprochen. Ja, so ein bisschen, ja. Alles gleich schrottig aus. Okay, ich glaub dann. Na dann, fröhliche Selbstverteidigung. Weißt du, was noch geil wäre, wenn ich jetzt entscheiden könnte? Okay, Waffe 1 möchte ich gerne auf Slot 3 jetzt machen und die Waffe auf Slot 2 würde ich jetzt gerne auf Slot 1 machen. Na, irgendwie geht das nicht. Denk schnell, da guck, da ist schon ein anderer Tourist. Wenn du das nicht kaufst, tu er es, versteht. Kein Kratzer und kein Rost trifft garantiert. Also die sind vielleicht nicht neu, aber von guter Qualität. Also die sind vielleicht nicht neu, aber von guter Qualität. Ja, es gibt nichts Besseres, um jemanden aufzuhalten. Absolut nichts. Diese Patronen sind gut, auch wenn sie handgemacht sind. Nee. Tja, komm wieder. Kaufen ruhig irgendwie nichts. Patronen und andere Sachen. Die besten Preise in der Gegend, versprochen. Einmal Fisch, bitte. Ja, okay, so wie der aussieht, lieber nicht. Nachher wächst mir noch ein fünfter Arm. Pilze. Klasse Pilze. Es gibt einfach nichts Besseres. Ausrüstung zu verkaufen. Patronentausch. Leder. Feine Lederwaren. Originales Design. Niedrige Preise. Lederjacken und Mütze. Neueste Mode. Das Zeug ist klasse. Besseres gibt's nicht. Gab's hier nicht irgendwie Untertitel? Sind an, aber irgendwie. Ich weiß nicht. Es ist verboten. Vielleicht trinke ich lieber was. Du kannst überall trinken. Das hier ist Theater. Da geht alles. Aber hey, ich zwing dich zu nichts. Komm nur nicht in 10 Minuten wieder, wenn du es dir anders überlegt hast. Dann ist es weg. Oh, warte mal, ich muss nachdenken. Denk schneller. Da, guck, da ist schon ein anderer Tourist. Wenn du das nicht kaufst, tut er es bestimmt. Schon gut, schon gut. Ich nehme es. Patronen, Patronen, Verkauf, Tausch. Ha, danke, Mann. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich den Idioten nie dazu gekriegt, es zu kaufen. Wenn du selbst etwas willst, dann komm am Abend wieder. Ich erwarte eine neue Lieferung. Und was denn? Ausrüstung zu verkaufen. Wie kannst du uns das antun? Wir haben den ganzen Tag hier.
Ist das nicht die Mutter, die Dings verloren hat? Wir können zum Platz der Revolution gehen. Durch das Theater werden die uns reinlassen. Okay. Du, während du vor ein paar Tagen unter einer Bank am Bahnsteig hey, hier! Zeig mir eure Tickets! Versteckt hast. Komm schon, mach's dir. Oh, natürlich. Kommt rein. Also, du kannst dir die Aufführung anschauen, wenn du willst. Ich warte auf dich in der Garderobe. Maestro, wenn Sie so nett wären, der Konkord. Wieder zu weit gesetzt. Bisschen zu viel Physik, würde ich sagen. Also, war sehr großzügig. Auf der deutschen Bühne hat es nie zuvor etwas Vergleichbares gegeben. Es tut mir jetzt für die anderen Darsteller leid. Ihre Versuche, das Publikum zu beeindrucken, werden nach solch einem Spektakel kaum der Rede wert sein. Aber ich bin mir sicher, dass Sie mit der hoch angesetzten Latte der Erwartungen zurechtkommen werden. Und so geht unsere unglaubliche Show weiter. Dieser Mann lacht der Gefahr ins Gesicht, fordert die Natur heraus, trotz dem Gott dieser neuen Welt, und beweist wieder einmal, dass die Menschheit über alles herrscht. Ein warmes Willkommen für Leonid Bury, unseren außergewöhnlichen Dompteur. Du kennst das alles schon, München? Schrecken unserer Stadt. Mhm. Woo! Yeah. So, jetzt reiß ich den Kopf ab. Juhu! Yeah! Was hab ich dir gesagt? Alle! Du dummer Freak! Alle! Yay! Wo bist du? Komm zurück! Wo, du dummer Freak, ich bring dich um! Beeindruckender Sieg, bei dem die menschliche Intelligenz über Mutanten triumphiert. Wo wir gerade von Mutanten reden. Kommen die Frauen nochmal wieder? In unserer Station sind Gerüchte zu hören, dass eine neue Art an der Messe entdeckt wurde. Furchterregende Bestien, schwarz wie die Nacht, unbesiegbar und in der Lage, ich gehe nicht mehr, wer sie sieht, den Wahnsinn auszulösen. Aber selbst die waren kein Gegner für die menschliche Genialität. Die Jungs von der Messe haben bemerkt, dass sie die falschen Pilze gekocht haben. Als sie wieder zum traditionellen Rezept übergingen, waren die Mutanten verschwunden wie der Morgentau. Einen kräftigen Jubel für die Helden von der Messe. Yeah! Yeah! Und die Show des heutigen Abends geht weiter. Es wird Zeit, kommen die Frauen noch mal wieder? Eine lyrische Stimmung zu geben. Wir präsentieren Ihnen das Genie der Kammermusik, den berühmten Akkordeonspieler Kolja Koscharny. Oh, mit Musik! Meisterwerk. Mein Herz strebt nach dem Himmel, stößt aber gegen die Decke und fällt wieder herunter. Eine Runde Applaus, bitte! Meint den Dom, ne? Oh, Zitron.
gucken, wie geil die Physik ist. Der ruht von der Ebene. Da haben sie ja echt gut gemeint mit dem Slider, wa? So, Physik? Volle Pulle. Vielen, vielen Dank. Genau, erstmal schön weiter Wodka sippeln. Niemals wieder gleich erklingen. Deine Musik hat ihre Saiten mit so viel Kraft berührt. Und so geht unsere unglaubliche Show weiter. Heute habe ich die Ehre, Ihnen den heißesten und explosivsten Auftritt diesseits des Atlantiks bieten zu können. Das heißeste Spektakel des heutigen Tages. Unsere Feuershow. Einen Applaus, um unsere Darsteller willkommen zu heißen. Bitte. Yeah. Super gefährlich, ne, mit dem Alkohol da aus dem Mund zu spülen. Wenn ich hier noch Druck drauf hast beim Ausspucken, kann da sehr viel Scheiß passieren. Das war's schon. Kein Wirbel mit Seitos und Flickflex. Noch ein kleines bisschen zu heiß. Nur noch wenige gerade mehr und ich wäre verkohlt. Vielen Dank, liebe Freunde, vielen Dank. Aber ich muss sagen, dass wie heiß auch immer das war, die Mädchen waren noch etwas heißer. Leute, ihr müsst euch der Herausforderung stellen. Vielleicht probiert ihr es mit einem Flammenwerfer. Und noch immer geht es weiter, liebes Publikum. Bitte heißen Sie willkommen den Arpeggio-Virtuosen, den Gott des Legato und Dämon des Tremolo. Unseren Lieblingsschüler von Mel Barsch und Wladimir Manilow, den besten Gitarristen unseres neuen Zeitalters, Viktor Minchuk mit seinen Fantasien. Bitte heißen Sie unseren Virtuosen willkommen. Wo sind die Mädels? Der andere war ja wirklich interessant, der hat noch zwei Mädels gehabt, die mitgedanced haben. Aber der hat ja gar nichts. Wie soll er schon husten? Aber will die auch gewackelt haben, wa? Wir wollen Brüste sehen. Let's go! Brüste! Und mein Herz würde explodieren, meine Beine
würden beginnen zu tanzen und meine Seele würde geradewegs nach wohin auch immer gehen. Vielen Dank, Victor. Meine Damen und Herren, ich muss eine Änderung im heutigen Programm ankündigen. Zu unserem großen Bedauern sind unserem Gastmagier für seinen Sägeakt die Damen ausgegangen. Aber keine Sorge, wir füllen diese Lücke mit Großartigkeit. Ihre volle Aufmerksamkeit bitte, wenn ich Ihnen nun die Geburt einer Legende präsentiere. Adjom. Das Duett Minchuk und Porcharny mit ihrem instrumentalen Impromptu, das Lied der Lieder. Eine Runde Applaus, um unsere großen Musiker zu erfreuen. Ach, jetzt spielen sie im Duett, ja. Okay. Wo sind die Mädels? Des Moskauer Untergrunds gehört. Das Duo, das bekannt ist als Minchuk und Porcharny. Mein liebes Publikum, dieser traurige Moment kommt leider immer. Egal, wie oft ich mir wünsche, es wäre nicht so. Aber unsere heutige Show ist zu Ende. Ich hoffe, Sie haben sie ebenso sehr genossen, wie wir Ihre Gesellschaft genossen haben. Vielen Dank. Beehren Sie uns bald wieder. Maestro, spielen Sie uns etwas Emotionales. Auf Wiedersehen. Adieu. Abschied ist so eine süße Frage. Ich hab gesehen, wie es wieder so hell wurde. So von wegen bin ich. Cool. Kugel macht so ein bisschen unterbewusst, aber trotzdem, dass man das bemerken tut. So, ich habe aber hier mein Ticket bezahlt. Ich will eine doppelte Vorstellung. Let's go. Der hat ja auch mitgeguckt. Ich dachte, der geht schon nach hinten. Hat er nicht erzählt, der geht schon nach hinten? Wir sollten irgendwie mehr Spiele machen, von wegen, wenn du halt auch so öfter mal an irgendeinem NPC-Pärchen vorbeigehst und die fangen an zu quatschen, damit du dann irgendwie so ein Signal hast, so von wegen, ja, jetzt kannst du gehen, jetzt kommt nichts mehr. Finde ich ziemlich gut. Sollten mehr Spiele haben. Nein, der fand's richtig gut. Der dahinter nicht. Und sein Bruder auch nicht. Und sein Onkel. Der Mauer wirklich bloß so 3-4 Charaktermodelle, war auch nicht was. Zeit weiterzugehen, du Kunstmäzen.
Ich hätte ja gern die Frauen nochmal gesehen, aber. Mh. Euch Mädchen verliebt, aber ich hatte geschäftlich zu tun. Ich komme bald wieder, ja? Ja, versprochen. Rauchen ist nicht gut. Jana, lass mich mal dein Puder benutzen. Davon träumst du wohl. Du hast dein eigenes. Nimm das. Das ist nicht gut. Das ist ein Vampir. Warum kauft dir dein Freund nichts Besseres? Hast du gesehen? Dein Freund ist geizig. Deshalb. Der Zickmann Vampir. Nein, er ist verlässlich und will kein Geld verschwenden. In dem Fall solltest du ihn heiraten. Er wird dir keinen Antrag machen. Auch dafür ist er zu geizig. Dumme Kuh, wir kennen uns erst seit kurzem. Ja, ja. Und in der Zwischenzeit hat er etwas Puder hergestellt, indem er an der Decke kratzt. Wenigstens habe ich einen eigenen Mann, anstatt mich an der Bar verkaufen zu müssen. Das würdest du auch tun, wenn es Käufer für dich gäbe. Mädchen, lass dich rein. Die Glocke klingelt bestimmt gleich. Ja und? Mit der werde ich nicht auf die Bühne gehen. Ist das ein Tattoo-Dreck? Solltest du aber besser. Du kannst nirgendwo hin, seit die Freakshow nicht mehr hier in der Station ist. Du hast eine Masche. Aufhören! Hier und auf der Bühne wird nicht gestritten. Okay, lassen wir das. Nein, es ist nicht okay. Soll ich Petrovna rufen? Nein, bitte nicht. Dann werd mit deinem Make-up fertig. Wir sind gleich dran. Cool. Hier steht gar kein Jahr drauf, ne? März. 4. März? Ich dachte, das wäre Mai immer gewesen. Ja, tut mir leid, Mädels, aber ich muss leider weiter. Keine Zeit mehr für euch. Nackter Arsch! What? Mach den Stuhl weg! Scheiße! Kennen die denn nur den Krieg? Anstatt Munition aneinander zu vergeuden, könnten sie das Ungeziefer auslöschen. Da scheren die sich doch einen Scheiß drum. Die Nosaris haben meinen Vater abgeschossen. Hallo, also duscht doch keiner! Wie sollen wir denn dann leben? Oder unsere Kinder großziehen, wenn diese Monster... Ah, so dusche ich auch immer. Oh Mann, ey. Wie auch immer, ich sage, wir sollten gehen. Aber wir sollten noch einen darauf trinken, dass wir noch leben. Geht auf mich, okay? Die Frau auch? Der will auch gar nicht, dass ich durchgehe, ne? Okay, komm.